Moin Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tipps und Tricks für Pokémon Let's Go Pikachu und natürlich auch Let's Go Eoli. Heute ein weiterer Meistertrainer-Guide, nämlich der Garados-Meistertrainer. Deswegen sitze ich hier auch schon auf meinem Shiny Garados. Jedenfalls ganz simple Taktik eigentlich. Wir haben hier auf Platz 1 im Team Garados Level 100, muss es wie immer nicht unbedingt sein. Ist aber mein Shiny Garados, deswegen ist es auch auf jeden Fall auf Level 100 hochtrainiert. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es die Attacke Donnerblitz kann, was es tatsächlich erlernen kann, was ich sehr, sehr cool finde, obwohl es halt eine vierfache Schwäche gegen Elektroattacken hat. Und was halt wirklich cool wäre, erzähle ich euch noch gleich warum, wäre, wenn ihr den Mega Garados Stein euch besorgt. Wie man das Ganze macht, oben in die Infocard gucken, da zeige ich es euch. Ich erzähle euch auch gleich, warum das Ganze wichtig wird. Jedenfalls begeben wir uns mit Himmelsritt. Sag mal, komm, hier ein bisschen streicheln. Zack. Mit Himmelsritt Richtung Prismania City. Dort, wo wir auch den Akani-Meistertrainer platt gemacht haben. Denn der ist da ganz in der Nähe, der gute Herr. Also, auf geht's. Wir begeben uns wieder ganz nach unten rechts in die Stadt. Hier ein bisschen dran vorbei. Hier wieder nach unten. Und dann einmal rechts hier abbiegen. Und dann hier in die allerletzte Tür. Zack. Rein da in die gute Stube. Und dann steht hier oben in der Ecke der Garados-Meistertrainer. Den sprechen wir einfach mal an. Der sagt euch dann: Hallo, ich bin ein Garados-Meister. Ich habe mir vorgenommen, das stärkste Garados in ganz Kanto zu trainieren. Wow, das Garados in deinem Team sieht unheimlich stark aus. Würdest du es gegen mein Garados antreten lassen? Ja. Also, auf geht's. Und jetzt zeige ich euch auch gleich, warum es so wichtig ist, seinen Garados zu Mega Garados zu machen. Nämlich, passt auf, er hat natürlich die gleiche Taktik wie wir. Er geht auch auf Donnerblitz, weil er auch weiß, dass das recht effektiv ist. Aber der gute Unterschied nämlich ist, wenn wir jetzt zack, zack, zack auf Mega-Entwicklung gehen, verändert sich auch der Typ von Garados. Und das hat zur Auswirkung, dass wir nur noch eine zweifache Schwäche gegen Elektroattacken haben. Also zieht er uns auf jeden Fall dann nicht mehr so viel ab. Also, pass auf, er setzt Donnerblitz ein, macht natürlich gut Schaden, aber nicht mehr so viel Schaden wie unser Donnerblitz, der natürlich dann schon ein bisschen härter reinknüppelt. Also, das machen wir natürlich einfach dann auch nochmal. Erdbeben an der Stelle ist nicht so wild. Nochmal Donnerblitz hinterher. Und dann haben wir auch sein Garados schon fast platt gemacht. Einmal noch. Und dann ist es auf jeden Fall vorbei. Zack, Erdbeben können wir auch nochmal wegtanken. Ihr seht, uns bleiben auf jeden Fall so viel HP über. Also ihr braucht dieses Mal wirklich nicht auf Level 100 gehen. Wenn ihr Donnerblitz dabei habt und auch noch die Mega-Entwicklung, dann haut ihr den auf jeden Fall ganz gut weg. Wie gesagt, da Elektro dann nicht mehr so viel Schaden macht. So, einfach unglaublich. Dein Garados ist zu stark für mich. Offensichtlich, Bruder. So, wenn sich jemand Garados-Meister nennen darf, dann natürlich du. Und dann können wir uns mal ganz easy mit der einfachen Taktik hier den Garados-Meister-Titel abholen. Ich freue mich auf den nächsten Kampf zwischen uns beiden. Ja, würde es nicht geben, den Titel haben wir ja jetzt auf jeden Fall. So, eine sehr, sehr einfache Taktik. Einfach auf die Mega-Entwicklung gehen, dann habt ihr nicht mehr so einen hohen Schaden durch Elektroattacken zu erwarten. Und dann habt ihr den ganz easy in der Tasche, weil er halt keine Mega-Entwicklung machen wird. So Leute, das soll es auf jeden Fall dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und ansonsten checkt gerne die Videobeschreibung aus zu Links zum Pokéball Plus Giveaway, zum Community Discord und natürlich auch zu Twitch. Checkt Twitch auf jeden Fall gerne ab, lasst da ein Follow da, da gibt es auch immer nochmal Shiny Hunt Streams. Das soll es dann auf jeden Fall für heute aber gewesen sein. Bis dahin sage ich wie immer, ab dafür meine Freunde und ciao!